Weiter mit Socks of Conquest. Bei mir auf Twitch, in der Live-Aufzeichnung auf YouTube und hier unten, das hier unten müssen wir aufmischen, das ist unsere Hauptquest, aber wir können noch ein paar andere Schlachten drumherum ausführen. Gerade haben wir hier Banditen ausgehoben, da laufen wir rein und sammeln Beute und es gibt mindestens eine Kleinstschlacht noch hier oben, die wir machen können. Stürzen wir uns erstmal mit unserer Heldin hier rein, tauschen hier nochmal Truppen aus. Denn nur noch sie, die Vögtin, kann XP bekommen. Haben keine Truppen verloren, kann alles so bleiben, wie es ist. Ausrüstung ist, glaube ich, schon die beste. Nein, ich hatte ihr die falschen Handschuhe gegeben. Das sind Handschuhe für den Kampf. Und das sind solche zum Gold und Geld sammeln. Die kann auch die Kollegin haben. Das ist ein Offensive plus 10. Und der Rest bleibt jetzt so. Sie hatte auch die schlechteren. Sie hatte auch die schlechteren Stiefel eben im Kampf. Sie rennen mit ihr hier hoch. Sammeln was ein. 400 Gold und Geld. Quelle des Wissens. Bekommen nochmal 600 XP. Sammeln Bernstein ein. Sammeln Geld ein. Quelle der Macht. Eine Ordnung für eine Schlacht. Jetzt wird eingesammelt. Oh, Gefährt des Weitsehers. Machen wir nächste Runde. Mit ihr können wir auch schon mal nächste Runde was machen. Mit ihr würde ich zumindest gerne die Quelle der Macht auch einmal nutzen. Und die Quelle des Wissens, aber sie kann die XP nicht mehr nutzen, ne? Auf dieser Karte nicht mehr, glaube ich. Jetzt können wir weit gucken, haben mehr Kartenkenntnis. Ja, können ein bisschen weiter hereinblicken, aber naja, kann man machen, kann man lassen. Mit ihr ziehen wir jetzt runter, gleich die Truppen auflesen. Mit ihr geht's rauf für den Kampf da oben. Nochmal Offensive gestärkt. Mit Cecilia könnten wir, glaube ich, nochmal Truppen von oben abholen, aus der Stadt. Sie zieht rauf in den Kampf. Die haben wir alle schon besucht. Haben wir alle Gegenstände eingesammelt? Den müssen wir noch einsammeln. Dann kommen wir hier unten durch. Und hier oben ist eine Schlacht. Okay. Einmal hier hin. Mit der Kollegin rennen wir rauf. Zu unserer Stadt. Hier oben hin. Schauen wir mal, ob wir bei der Forschung mittlerweile was machen können. Ja, wir können bei der menschlichen Forschung die Truppengrößen verbessern. Für zwei. Jetzt und für eine Gruppe und in der nächsten Runde für die zweite hier unten. Dann verbessern wir die. Ritter haben wir leider noch nicht. Fäuste der Ordnung haben wir, glaube ich, auch noch nicht. Verbessern wir einmal hier. Die nächste Runde dann nochmal irgendwo. Dann haben wir genug Bernstein, um hier oben die Bänkelsänger zu verbessern oder den Bauernhaufen. Verbessern wir die Milizionäre. Ein Schimmergewebe mehr. Gold haben wir in rauen Mengen. Aber wozu sollen wir Schimmergewebe verbessern? Ich habe im Augenblick keine Motivation. Vielleicht bekommen wir irgendwas.
gleich noch angeboten, über 10 Schimmergewebe für brauchen. Aber wenn, dann wäre das, glaube ich, erst in der Rüstkammer hier, ne? Oder? Nee, auch nicht. Nächste Runde rekrutieren wir Truppen. Eine Runde warten wir noch. Gehen nochmal runter zu Vilja von Dornenclip. Genau. Einmal hier vorne hin. Sammeln 2 Schimmergewebe auf. Einmal Quelle der Macht. Signor von Weißclip entwickelte seine Methode, um Gebiete aufzuspüren, in denen Essenz im Überfluss vorhanden war. Später sollte Aurelias Rat der Hüter die Essenzspitzen errichten, auf dass die Hüter sich leicht mit diesen natürlich vorkommenden Quellen verbinden konnten. Die Rüstkammer Numlok brauchen wir für Verbesserung unserer Einheiten im Kampf. Ich gehe gleich nochmal gucken. Es wird uns gleich angezeigt. Eine Offensive, dauerhaft eine Verteidigung, eine Bewegung mehr. Rüstkammer, kann man hier sehen, liefert uns mehr Lebenspunkte, mehr Verteidigungswerte für unsere Truppen. Unsere Truppen bekommen höhere Werte einfach, höhere Kampfwerte. Also nicht bessere Einheitentypen bekommt man dadurch, sondern einfach nur generelle Kampfwerteverbesserung für seine Truppen. Erz einsammeln. Einmal hier rauflaufen. Was haben wir gerade bekommen? Hab ich gerade nicht mitbekommen. Ein Talisman der Ordnung haben wir erhalten. Und auch sofort angelegt. 2 Ordnung mehr im Kampf. Dadurch kann man besser zaubern. Das hatten wir uns geholt. Das müssen wir noch auflesen. So, und jetzt geht's zurück in den Kampf. Danke an Leopsk. Leopsk. Danke an dich fürs 7. Abo. Liebe Grüße. So, und jetzt machen wir diese letzte Forschung noch. Und zwar, die sind schon auf Maximum und können hier mit entweder die Fußsoldaten nochmal verbessern oder die Bogenschützen. Bogenschützen. Einmal hier wieder rein. Können wieder Truppen mitnehmen nach oben. Nehmen nochmal Bänkelsänger mit. Können nochmal Bogenschützen mitnehmen. Und Milizianären. Laufen runter. Weil mit ihr sollten wir auch hier zu einem Turm laufen, der verbessert sie ja dauerhaft. Dann muss ich mich jetzt unbedingt denken. Sammeln nochmal Geld ein. Nochmal Bewegung. Können nochmal 3 Bänkelsänger mitnehmen. Und laufen damit ihr hier oben hin. Und mit ihr machen wir nochmal eine Schlacht mit Vilja. Ja? Einmal rauf und gegen die erhobenen Skelette. Hört ihr das? Hört ihr es auch? Hört ihr es? Ein Kreischen von Eidgebundenen. Ah, total gruselig. Mir ist gerade eine Gänsehaut. Habt ihr das gehört? Habt ihr das Kreischen der Eidgebundenen gehört? Das war furchtbar. Das war ganz schrecklich. Ich habe Gänsehaut hier, echt. Guck mal hier. Gänsehaut auf dem Arm. Das war total widerlich. Ich habe echt Gänsehaut bekommen. Habt ihr bestimmt einen sensationeller Special Effekt hier im Spiel? Cool. Also das hat mich echt beeindruckt gerade. Boah, ich habe echt... Leute, guckt hier. Das ist echt... Ich habe Gänsehaut bekommen. So, hier, schaut mal, wie meine Härchen... Kann man das sehen? Wie meine Härchen rauf... Echt, das Spiel macht mich fertig hier.
Danke an Snitschko fürs Cheeren, ja. Ekelhaft. Also das ist, ich weiß nicht, ob das so cool ist hier. Rein in den Kampf. Davon träume ich diese Nacht. Einmal rein. Können wir da vorher noch irgendwelche Boni abgreifen hier? Nochmal für eine Schlacht irgendwo Boni? Ach komm, wir gehen rein in die Schlacht. Welche verderbte Magie ist hierfür verantwortlich, fragt euch und uns Vilja von Dornenklipp. Eidgebunden, an sie gebunden, kreischen die Skelette. Sie? Wer ist denn eure Herrin? Eidgebunden, gebunden, gebunden zu erobern. Tumme Geschöpfe, wenn ich keine Erkenntnisse aus euch gewinnen kann, dann wird halt meine Axt euch in Einzelteilen zurück ins Grab schicken, damit ihr dort bleibt. Was können denn Skelette? Gucken wir uns gleich mal an. Ich hoffe mal, die sind nicht schnell. Ich gehe mal sicherheitshalber. Wir hätten auch vorher nachgucken können. Ich ziehe mal sicherheitshalber. Ach komm, ich kann mir nicht vorstellen, dass die schnell sind. Alle nach vorne und zack drauf. Ich wette, die haben auch keinen hohen Initiativwert. Oder? Ja, ein langsamer Initiativwert, Bewegungspunkte 3. Minimum Schach, komm, die pusten wir weg. Weil ich nicht immer frage, wenn man mit einem Pfeil oder mit einer Armbrust und einem Bolzen auf so ein Skelett ballert, die meisten Schüsse treffen doch gar nicht, oder? Weil die zwischen den Rippenbögen, den leeren Rippenbögen hindurch pfeifen. Das stelle ich mir so vor. Hat einer von euch schon mal auf ein Skelett geschossen und kann das bestätigen? Ist einer von euch erfahren beim Armbrust- und Bogenschießen auf Skelette? Ich stelle mir das super schwer vor, so einen Rippenbogen zu treffen. Meistens schießt man doch da durch, oder? So, wir greifen einmal an. Nahkampf. 3, die haben auch nur eine Reichweite, ne? Ja. Die können wir ziehen, kommen lassen. 3-mal ziehen. Wir ziehen einmal davor. Noch einmal. Jetzt kommen unsere Kollegen hier und jetzt könnten wir beginnen zu zaubern, aber da warten wir ab. Das brauchen wir im Augenblick alles nicht. Und sagen einfach nur auch bitte nochmal ab. Ach, wir können einmal vorziehen, dann haben wir nächste Runde die eher in Kernschussreichweite. Ziehen mal hier hin mit denen. Boah, wie lahm die sind. Und die könnten 8 bis 10 von denen erwischen. Warte mal, haben die es auch. Die stehen auf einem Höhenvorteil. Das ist nicht doof. Und jetzt gucken wir mal, dass auch wir die mit Initiative vorziehen können, die Bogenschützen. Die haben einen Initiativwert von 20 und die haben einen von 30. Ach, das ist doof. Wir können Initiative immer nur verbessern um 5, ne? Ja, wir können die Bogenschützen nicht nach vorne ziehen. Die Schilde der Ordnung haben einfach den sensationellen Initiativwert, dann lösen wir das auf unserer Weise hier. Einmal der kümmert sich bitte um den hier, um den 15er Trupp. Nee. Der zieht, kann nicht auf den, der zieht in Gelegenheitsangriff rein. Na, geht doch. Ja, zauberhaft, wunderbar. Hat funktioniert. Und?
Sieg. 616 XP. Stufe 6. Nein, wir könnten schon wieder mehr Initiative bekommen für unsere Leute. Oder 7er-Truppen. Also 7er-Truppen will ich natürlich auch haben. Soll man nochmal gehen auf Initiativwert, Leute? Oder auf 7-Truppen? Initiative erhöhen oder 7er-Truppen? Boah, ich bin so hin und her gerissen. 10 Nahkampfoffensive ist auch cool. Ich glaube, wir nehmen erstmal die Truppen mit. Da wissen wir, was wir haben. So, Chat stimmte mir zu, das freut mich. So, und jetzt geht's rauf Richtung... Achso, Sachen einsammeln. Mit ihr wollten wir... Achso, die kann ich mehr ziehen. Das können wir... Ach, mit ihr... Ne, pardon, ich habe mich verklickt. Einmal das aufheben, bitte. Das haben wir alle schon. Aber das hier ist neu, die Quelle des Wissens. 250 XP, sehr schön. Geld und Gold. Haben wir uns alles eigentlich geholt mittlerweile? Gibt es irgendwo etwas, wo wir noch nicht waren? Den Kampf gegen die Ratten haben wir noch nicht gemacht, Leute. Da müssen wir noch hin. Dann lass uns aber vorher... hier unten noch ein paar Machtsachen mitnehmen. Eine Runde weiter. Mit ihr geht's hier hin. Hoppla. Ach, sie kann da nicht durchziehen, weil sie ihr den Weg versperrt. Verbessern uns für die nächste Schlacht. Das gab, glaube ich, eine dauerhafte Verbesserung für sie. Eine Offensive, eine Verteidigung, eine Bewegung. Das war wichtig. Auch zur Quelle des Wissens. Die XP kann sie wahrscheinlich nicht mitnehmen. Das hat sie gemacht. Einmal hier oben rauf. Truppen auffüllen. Haben wir Truppen verloren? Ja, sie könnten ein paar Bogenschützen bekommen, das stimmt, ja. Das haben wir gemacht. Das brauchen wir im Augenblick nicht. Hier holen wir uns noch was. Einmal hier hin. Straßenschild. Oben Truppen abholen. Sie hier unten. Quelle des Wissens. 500 XP. Quelle der Macht. Da war sie auch noch nicht. Oh, und den Kampf können wir nachher auch noch machen. Ach, dann führen wir die erstmal hier oben zusammen. Lassen Sie oben die Truppen abholen. Gucken, ob wir nochmal Forschung machen können. Ja, können wir. Wir können die maximale Truppengröße für Troubadiere erhöhen und einen der Trupps hier unten noch. Hören wir jetzt mal die Schilde der Ordnung. Holen Truppen ab. Was können wir alles mitnehmen? Bänkelsänger, Milizionäre, Bogenschützen. Oh, wir haben 18 Schilde der Ordnung, können die nicht mitnehmen. Das ist aber krass. Dann packen wir mal diese unfassbar vielen Bänkelsänger hier. Ach. Das sind hier viel zu viele. 35... 30, die stocken wir mal auf. Ach,
Also, sind jetzt hier 18 übrig. Und die packen wir dann in die Verteidigung rein. Ha? Ja. So hat es geklappt. Dann haben wir oben einen Slot frei. Und den nutzen wir jetzt, um die anheuern zu können und um das hier voll zu machen. Genau. Ja, und nächste Runde können wir noch nichts erforschen, aber nochmal Truppen mitnehmen. Ein letztes Mal und mit ihr hier. Eine Runde weiter erstmal. Also wo ich immer stehen bleibe, ist die, kleben bleibe, ist die Steuerung. Ist eigentlich okay, die Steuerung auf der Karte selber, aber was ich kompliziert finde, ist die Steuerung rund um die Stadt. Ich klicke immer wieder irgendwie falsch. Vor allem, ich weiß schon, meistens ist das so, wenn ich hier auf die Stadt klicke, um hier Truppen hin und her zu verschieben. Das war der erste Klick, jetzt der zweite und dann klappt das. Stattdessen passiert das aber oft so, ich klicke auf sie, dann will ich dahinter drauf klicken, klicke aus Versehen auf sie nochmal und dann habe ich irgendwie das. Also mit Linksklick kommt dieser Bildschirm, mit Rechtsklick. Jetzt habe ich das wieder. Ich wollte eigentlich einen Rechtsklick hier drauf machen. Zwei Rechtsklicke sorgen dafür, dass das passiert. Und ein Linksklick passiert, dass das kommt. Und das ist für mich irgendwie komisch. Die haben bei fast allen im Spiel das Prinzip, dass man zweimal auf was klicken muss. Und der zweite Klick sorgt dann dafür, dass das wirklich angezeigt wird. Ob das vernünftig ist oder nicht ist, sei mal dahingestellt. Und hier ist das in der Siedlung halt anders. Bei Linksklick reicht es ein Klick, bei Rechtsklick zwei und das bringt mich irgendwie die ganze Zeit, das macht mich irgendwie total kirre. Ich mache immer wieder Fehler da. Big Lab schreibt im Chat, das habe ich auch, WB. Ja, jetzt schon wieder. So, also wir wollten aber erstmal eine Runde weitermachen, ne? Nee, die können schon einmal raufziehen. Sehr schön. Noch einmal Truppen. Einmal runter. Tap, 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 tap. Dann wieder hier hin. Tap, 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 tap. Dann bekommt sie jetzt, die kann ja noch kämpfen, die kann auch XP bekommen, die will ja. Die cooleren Truppen und bekommt, glaube ich, die Schilde der Ordnung. Oh ne, die kann man sogar verteilen hier. Einmal hier hin. Sehr schön. Dann haben wir noch einen ganzen Slot frei für... Oh, sie kann noch mehr Medizinäre bekommen. Stimmt, da hat er mittlerweile die Forschung erhöht, wie groß ein Trupp werden kann. So, und jetzt brauchten wir nur noch, jetzt haben wir noch einen Slot ganz leer. Da haben wir ja 100 Milizionäre mitgeben. Ja, ne? Die Bänkelsänger sind immer nur 35. Wir haben ja die Schilde auch als... Die Schilde der Ordnung auch als Nahkämpfer. So tun wir das. Waffen müssten immer noch stimmen. Einmal raus. Jetzt laufen wir mit ihr rüber in den nächsten Kampf und der war, die Ratten mussten wir noch angreifen, hier unten, ne? Die Ratten noch hier unten und hier oben dieser Monster. Rennen wir mal runter zu den Ratten. Nein, ich habe mit der falschen gezogen. Einmal hier runter zu den Ratten. Wie kommen wir denn da hin? Da oben lang. Okay. Mal hier rauf. Tja, und mit ihr bewegen uns wieder rauf, Truppen abholen. Die geht's runter in den nächsten Kampf.
gegen die Ratten. Ich verteile die mal ein bisschen gleichmäßiger. Es wird WB zum Kammerjäger, da ist was dran, ja. So. Nächstes Gefecht. Also der Vorteil von diesen... Es ist ja... Also es ist 3D, aber es wirkt so ein bisschen fast wie 2D. Der Vorteil von diesen doch sehr übersichtlichen Maps ist der im Vergleich zu echten Rundentaktikkämpfen wie... XCOM oder wie, was wir zuletzt gespielt hatten, Artemis 2 oder Warhammer 40k. Wie hieß das Warhammer 40k Spiel, das wir gespielt hatten? Chaos Gate Demon Hunters ist das. Da hat man natürlich so eine super tollen 3D-Grafiken, wo man die Spielwelt in alle Richtungen drehen kann und man hat noch diese XCOM-artigen, das XCOM-artige Deckungssystem. Das fehlt hier alles. Dafür hat das hier den riesen Vorteil. Die Kämpfe laufen viel schneller, weil man einfach viel schneller alles im Blick hat. Also bei diesen anderen Karten, den XCOM-ähnlichen Karten, da muss ich ganz oft dann doch irgendwie denken, wo steht die Einheit genau, wo ziehe ich sie hin? Dann drehe ich die Karte, um rauszubekommen, wo in etwa der Bewegungspfeil hinführt. Und dann zieht man doch irgendwann falsch und stellt fest, es klappt doch nicht. Das sind alles Probleme, die man hier mit diesem leichteren Kampfsystem halt nicht hat. Ne? So, was können die? Wenn die einmal geschädigt sind, werden sie schneller im nächsten Zug und richten mehr Schaden an. Ganz schwach, auch sind die schwach. In allen Belangen super schwach, dafür sehr viele. Sehr hoher Initiativwert, die werden immer vor uns ziehen. Okay, Bewegungspunkte sind nur 4. Keiner von denen wird uns... Und die Angriffsreichweite auch nur 1. Keiner von denen kann uns nächste Runde angreifen. Da lassen wir die Nahkämpfer einfach hier stehen. Sammeln. Ja, wir können noch nicht feuern. Einer Reichweite. Die sollten da oben allerdings auch stehen bleiben. Das ist aber gleich ein Problem. Die bleiben hier auch mal stehen. Wir bleiben hier stehen. Wir haben auch keinen höheren Bereich, den wir reinziehen können. Und mit denen wiederum, die können nächste Runde auch nicht angegriffen werden. Da opfern wir mal einen Bewegungspunkt für Hinterhalt. Wenn der einer reinzieht in Kernschuss rein, Reichweite, dann Feuer frei. Das machen wir auch bei denen hier. Fiep! Die fiepen nicht, sondern da ist ein Schild. Und da auf dem Schild steht Fiep drauf. So kann man sich auch tun, so kann man sich Special Effects ersparen, ne? Da hat man nicht mal einen Schauspieler engagiert, der ins Mikro fiept, sondern man hört so ein generisches Geräusch, wenn die sterben. Und da taucht so ein kleines Schild auf und die Ratten halten quasi ein Schild hoch, da steht drauf Fiep. Also das ist jetzt schon sehr retro. Also das ist echt super retro hier, oder? Danke an Type Guy fürs 6. Abo. Danke fürs halbe Jahr. Das ist schon, also, ja, nette Idee irgendwie schon, aber das ist mir jetzt zu retro. Das ist irgendwie, das ist ein bisschen Schülerpraktikanten basteln im Abiturkurs irgendwie ihr erstes Spiel. Also das hätte man auch, das ist irgendwie witzig, ja, ich lach drüber, aber ich weiß, also das ist jetzt ein bisschen zu einfach für mich gestrickt. Und so, die kann man noch angreifen. Na, an die kommen wir nicht ran, ne? Das war's. Seneca, danke fürs 24. Hi. 2 Jahre treue Unterstützung. Schlacht geschafft. Ratten abgeschlachtet. WB der Kammerjäger bzw. Vilja von Dornenklipp.
Jetzt sammeln wir unsere Beute hier ein. Dann haben wir noch einen kleinen Kampf hier oben. Und dann geht's rein in die Stadt hier. Dann räumen wir noch ein bisschen auf. Dann geht's schon in die nächste Mission rein.